Hallo zusammen, ich grüße euch. Heute zeige ich euch, wie Sie mit Blender einfach die Benutzereinstellungen einfach anpassen können. Und von daher fange ich an, mit unseren Panels einfach zu erklären, wie viele Panels wir insgesamt haben und auch ja, wie wir das benutzen können. Also wir beginnen hier auf unserer rechten Seite. Also diese Panel heißt einfach Outliner und da haben wir einfach unsere Sachen gespeichert, wie zum Beispiel unsere Welt, unsere Kamera, die, wie es aussieht und zum Beispiel unsere Kopf und die Lampe. Sie können einfach da drauf drücken und Sie können auch sehen, wie es einfach wird. Also hier ist unsere Lampe, wie Sie sehen. Die Lampe ist markiert und jetzt ist einfach jetzt die Kamera ist da. Es ist auch jetzt markiert. Und unsere Kopf ist hier unten. Es ist auch markiert und Sie können hin und hier einfach ziehen, um besser zu sehen, was dahin ist. Dahinter steht. Und Sie können auch die untergeordneten Elemente einfach hier drauf drücken, um besser zu sehen, was dahinten weggesteckt. Und so geht es auch bei den anderen Elementen. Und Sie können hin und hier verschieben, um besser zu sehen. Natürlich können Sie auch das Fenster einfach nochmal duplizieren, wie Sie einfach wollen, indem Sie, wenn Sie es Sie merken, es ist, wenn ich hier lasse und meine Mauszeiger, mein Mauszeiger da lasse, dann verwendet es sich in einem Plus und dann können Sie einfach hinten hier ein bisschen ziehen und da haben Sie zum Beispiel momentan zwei Arbeitsflächen und Sie können zum Beispiel wieder zurückbringen, wo es war. Also von daher können Sie hinten hier verschieben. Das zweite, was ich euch zeigen könnte, wollte, ist einfach unsere Eigenschaften. Und dort können wir einfach unsere Eigenschaften hier sehen. Sie sehen zum Beispiel Render, Dimensionen und. Ich werde euch nochmal genau erklären, wie Sie die tolle Sachen hier benutzen können. Sie sehen, die haben, es ist einfach sehr voll hier und Sie können einfach auch genau gucken, was es bedeutet. Und das dritte Panel ist einfach unsere Zeilleiste, Timeliner. Und dort können Sie einfach ja, die Zeit einfach hier, Sie sehen schon, ja, gucken, wie viele Minuten Sie das Video gedreht haben und wie lang es war. Und die Ansichten haben Sie auch hier. Und wie gesagt, Sie können auch alles überall ziehen, hinziehen und einfach zusammenfügen, wie Sie einfach wollen. Und von daher sehen Sie einfach, also wir haben zwei Arbeitsflächen einfach hier. Und Sie können, wir können nochmal zurückbringen, wo es einfach war. Also wir holen einfach die Sachen und dann bringen wir einfach. Haben wir einfach nur unsere Arbeitsfläche. Das hier ist unsere Kamera, wie Sie auch schon gesehen haben. Und es war hier oben, ich habe euch gezeigt, also wir haben die Kamera markiert und es wurde einfach markiert. Und von daher sehen Sie, unsere Kopf ist da, unsere Kamera ist auch da aktiviert. Und hier haben wir einfach unsere 3D-Sicht. Und von daher können wir einfach alles einfach gucken, wie wir einfach arbeiten. Und unsere Info ist einfach hier, Sie können auch hin, einfach ziehen und gucken, was dahinter steckt. Und Sie können zwei, zum Beispiel zwei Fenster öffnen, Sie sehen schon, und Sie können auch zurückbringen, wo es war. Und von daher haben Sie auch unsere, das Layout hier und Sie können auch damit arbeiten. Wenn Sie drauf drücken, dann haben Sie verschiedene Layouten einfach hier. Ich werde euch nochmal genau erklären, wenn Sie zum Beispiel jetzt, und hier haben wir auch die Werkzeuge, damit können wir einfach die Sachen einfach hier modellieren. Ich werde euch einfach noch beibringen, wie Sie einfach modellieren können. Jetzt wollen wir einfach zu unserem Thema gehen. Also wir wollen einfach unsere Benutzeranstellungen einfach angucken. Und wir drücken einfach auf Datei und da können wir einfach unsere Sachen richtig anstellen, wie wir einfach haben. Zum Beispiel mit der Oberfläche, wie es sein sollte. Zum Beispiel, hier haben wir einfach die Häkchen einfach reingetan, bei dieser Top, wie es angezeigt wird. Und auch diese Python-Tipp und diese Info, Objekt-Info, das ist einfach, was Sie hier unten sehen. Also Info, Benutzerperspektive. Und wenn ich einfach rausmache, dann sehen Sie, Kamera wird auch hier angezeigt, weil wir einfach die Kamera hier markiert haben. Sie sehen schon, es ist aktiviert. Die Kamera ist hier aktiviert. Wenn wir grob einfach drauf drücken, dann wird einfach grob einfach aktiviert. Also ich zeige euch nochmal. Und es wird hier grob aktiviert, wie Sie einfach auch sehen. Also von daher können Sie die Sache einfach so toll einfach anstellen. Und hier wird einfach den grob unsere Mauszeiger groß oder ganz normal angezeigt werden, wenn wir groß haben wollen, dann machen wir einfach ein Häkchen da rein und dann wird es einfach
Zeit. Und hier geht es einfach um unsere Benutzerperspektive. Und wenn ich rausmache, dann merken Sie, es ist unsere Perspektive ist hier verschwunden. Und wenn ich wieder reinmache, dann sehen Sie, es ist wieder da. Und hier wird einfach die Bildfrequenz einfach angezeigt. Und von daher sehr simpel. Hier können Sie einfach eine globale Szene einfach ja, sich wünschen oder anpassen. Und für mich, ich lasse einfach, um die Einzelszenen einfach zu beobachten und einfach auch zu beurteilen. Und hier können Sie einfach Ihr Mini-Koordinatensystem angezeigt werden. Das ist, was Sie hier sehen oder nicht. Also Sie können rausnehmen oder anzeigen. Und hier können Sie die Größe und die Helligkeit einfach anstellen, wie Sie einfach wollen. Wenn Sie anstellen wollen, dann können Sie einfach hier einfach drücken. Und wenn Sie nochmal auf 8 setzen wollen, dann können Sie einfach so anstellen. Sie können auch hier die Größe ändern, wie Sie wollen. Und von daher können Sie auch hier die Manipulation, die an sich Manipulation einfach auch hier ändern, wie die wie der Kursor unserer Mauszeiger sein sollte, tief oder nicht so tief oder automatische Tiefe können Sie auch anstellen und Sie können auch die Mausposition einfach zoomen oder nicht. Und wenn Sie zoomen wollen, dann machen Sie einfach ein Häkchen da drauf und Sie können zum Beispiel Ihre Auswahl drehen oder nicht. Also und Sie haben auch einen globalen Drehpunkt oder nicht hier zu wählen. Und Elternkamera können Sie sperren oder lassen. Und die automatische Perspektive können Sie auch zum Beispiel hier anstellen oder nicht. Und von daher geht es einfach genauso bei den anderen. Das ist einfach zwei Ansichtsports und Sie können auch anstellen, wie Sie einfach wollen. Und bei dem hier, das ist einfach unser Manipulator. Sie können zum Beispiel sagen, ja, die Größe sollte zum Beispiel 100 Pixel sein oder weniger sein. Also wir lassen es mal so. Wenn wir arbeiten, dann können wir einfach einstellen. Unsere Anfassergröße können wir auch hier ändern, wie wir wollen. Und zum Beispiel unsere Spot können wir auch hier ändern. Und im Menü können wir auch ändern. Bei Maus überfahren können wir zum Beispiel öffnen, etwas öffnen oder lassen. Und so ist es einfach mit der Oberfläche. In dem nächsten Video erkläre ich euch, wie ist es mit dem Editieren und die Angabe und auch mit solchen Themen werde ich euch einfach erklären. Bleiben Sie einfach dran. Ich freue mich einfach, das nächste Video mit euch zu machen.